Hallo alle zusammen. Heute geht es um die CYP Firmenpräsentation. Und wir wollten erstmal starten mit unserer Vision. Also wir nennen uns selber Pioniere in der AV-Distribution, da wir sehr viele innovative Produkte haben. Und unser Ziel ist es, marktführende Konnektivitätslösungen bereitzustellen, die die Leistungsfähigkeit von audiovisuellen Produkten in jeder Installationsumgebung zu verbessern. Ein bisschen Hintergrund über uns. Wir wurden gegründet in 2008 in London, UK. Und in diesen fünf Märkten spielen wir jetzt eine Rolle: in der kommerziellen Bildung, Wohn-, Medizin- und Industriemarkt. Alle unserer Produkte werden in der UK designt und in Taiwan produziert. Und zurzeit decken wir ganz EMEA ab und haben über 500 Angebote und 40 neue Produkte pro Jahr. Die drei Striche bei CYP, die bedeuten Innovation, Training und Support. Wir sind auch eine Firma, die Customization für unsere Kunden macht, da wir eine sehr gute Verbindung mit unseren Herstellern haben. Wir haben auch ISO-Qualifizierung und sind auch Teilnehmer, Mitglied von den meisten Pro-AV-Alliances. Hier haben wir sonst noch Service wie Firmware-Anpassungen. Wir machen auch sehr viele Kompatibilitätstests, Design Quality Assurance und auch sehr Qualitätsfertigung in Taiwan. Zum ersten Strich Innovation. Hier sind ein paar Technologie-Roadmaps, die Technologien, die wir in der Zukunft sozusagen produzieren wollen. Erstens 4K UHD plus Video über IP. Das ist das SDVoE-Technologie und die haben wir eigentlich schon ready. Für die SDVoE-Technologie haben wir Copper- und Fiber-Options und auch Transceiver-Options, welches Transmitter und Receiver sind. Sonst haben wir auch vor, 8K-Übertragungsprodukte zu produzieren in der Zukunft und sind jetzt auch schon auf dem Weg, um HEVC 3.0 zu entwickeln. Sonst finden wir, dass Controlling auch sehr wichtig ist. Deshalb sind wir auch in der Entwicklung von Controlling-App. Die letzten Jahre haben wir eine Überschneidung von AV und IT gesehen, dadurch, dass diese Technologien reifer geworden sind und sich ein bisschen überschneiden, finden wir, dass wir auch eine Chance haben, in der IoT- und 5G-Anwendung eine Rolle zu spielen. Sonst haben wir auch Streaming-Tools, die wir jetzt durch die Pandemie extra entwickelt haben. Dadurch, dass wir gesehen haben, dass mehr und mehr Menschen Streaming-Recording-Tools brauchen für Distanzlernen oder auch um einfach Meetings aufzuzeichnen. Hier sind unsere verschiedenen Markets. Erstmal kommerziell, da haben wir Konferenzräume, gastfreundschaftliche Märkte. In der Bildung haben wir Fernlernen, Trainingsräume. Sonst haben wir auch im Wohnmarkt Heimkinos und Spielzimmers. Im medizinischen Bereich haben wir Operation Room Video Integration. Sonst noch sehr viele Installationsprodukte für Integratoren, wie zum Beispiel Kabeltester, Patentgenerator, USB-PoE-Extender und so weiter. Sonst im industriellen Bereich machen wir sonst noch sehr viele Firmware- oder auch Hardware-Anpassungen. Und hier ist unser Haupt-Pro-EV-Technologie-Pool. Hier einmal alle unsere Produkte im Überblick. Wir starten erstmal mit den vier Hauptmärkten, wo wir eine Rolle spielen. Aber dann EV über IP und Matrizen. Sonst noch Extender, Audioprodukte, Switching und Converter, Signalmanagement und auch HDMI-Kabel.
Wenn wir über Innovation sprechen, denken wir, dass EV über IP in der Zukunft mehr und mehr eine Rolle spielen wird. Hier ist erstmal ein Beispiel von FutureSource. FutureSource hat hier ein Diagramm vorgestellt mit dem prozentualen Durchschnitt von jeder Technologie. Im Gelb ist AV over IP und in Lila ist Non-IP Extension Exports. Und wie man sieht in der Abbildung, bis 2023 wird AV over IP immer mehr. Und deshalb denken wir auch, dass AV over IP mehr und mehr im AV-Bereich spielen wird. Hier ein paar Beispiele zu AV over IP-Funktionen. Erstens Punkt-zu-Punkt Extension Modus. Diese kann AV über 100 Meter schicken. Dann im zweiten Szenario Kaskadierung als Splitter-Modus. Dieses Modus wird oft in Visual Signage verwendet. Dadurch, dass man vom Empfänger aus andere Empfänger verbinden kann, braucht man nicht jeden Empfänger wieder zurück zum Sender schließen. Im dritten Szenario ist es Matrix-Modus. Hier im Matrix-Modus können wir wie im Matrix unsere Sender und Empfänger verbinden und sozusagen alle Signale schicken beliebig, wie man möchte. Aber hier geht es durch einen Ethernet-Switch und kontrolliert bei unseren IPCS7-Controller. Im vierten Szenario ist Video-WAN-Modus, welches eingebaut ist im System. Jetzt wollen wir über ein Case Study sprechen, eine Fallstudie von AV over IP, die wir in UK gemacht haben. Hier haben wir in einem Sportbar in London ein AV over IP System aufgebaut. Dadurch, dass es ein Sportsbar ist, hatten sie jeden Tag die gleichen Kanäle an, die Sports laufen haben. Und sozusagen haben wir 8 Quellen zu 30 verschiedenen Anzeigen verbunden. Wie man hier sieht, im ganzen Sportsbar gibt es sehr, sehr viele Anzeigen von LED-Displays zu Videowänden. Wir haben sozusagen jetzt alles verbunden und hier einmal sehr konkret aufgebaut. Wir haben die Signale zum Sender geschickt, geschlossen und dann zum Network Switch kontrolliert bei unserem IPCS7 Control Master. Dann weiterhin zum Receiver, welches auch eine Videowand hat. All dies wurde kontrolliert von unserer IPCS7 Schnittstelle, welches eine Web-GUI-Base ist. Das heißt, alles, was ein Webbrowser hat, kann diese Funktion machen. Und hier haben wir auch einen Kostenvergleich. Treffen Sie eine intelligentere Entscheidung. Denn wir denken, wir haben auch gesehen, dass wenn das System größer wird, wird normalerweise im Matrix und Extender der Preis auch immer höher. Aber im Vergleich zu Over IP, je größer das System ist, der Preis bleibt immer gleich. Deshalb ist es eine klügere Entscheidung, bei großen Systemen AV over IP zu benutzen. Hier sind noch ein paar Beispiele von ein paar unseren anderen Fallstudien. In Deutschland hatten wir einen Kontrollraum gemacht und auch in Taiwan ein medizinisches Konferenz. Weiterhin zum Training. Wir haben sehr viele lokale Aktivitäten in der UK, von Tag der offenen Tür bis zu Vorort-Seminar bei unseren Partnern. Sehr interessant sonst für unsere internationalen Kunden sind unsere Online-Aktivitäten. Wir haben jede Woche ein CYP-Webinar, welches entweder in Englisch oder Deutsch gemacht wird. Und auch ein Partner-Webinar, welches wir für unsere Partner machen, die vorhaben, unsere Distributoren zu werden. Alle unsere Webinare könnt ihr auf YouTube sehen.
Hier sind die erfahrenen Teammitglieder, die zurzeit Training machen. Wir haben hier Dr. Kevin Cray, welcher unser technischer Produktentwicklungsdirektor ist. Und Daniel Branton, der unser Großkundenbetreuer. Und auch ich, Henry Chen, welcher in deutsche Präsentation spezialisiert wurde. Im dritten Hauptmerkmal ist Support. Wir bieten unseren Kunden 5 Jahre Garantie an und haben jetzt eine AME-Rate von weniger als 0,5%. Wir haben auch ein Service Call Center, welche 9 bis 5 Uhr 5-mal pro Woche täglich verfügbar ist unter der Nummer. Und auch eine Service-E-Mail, wo wir eine 24-Stunden-Antwortpflicht haben, dass wir jedem, der eine Support-E-Mail schickt, eine Antwort in 24 Stunden bekommt. Hier sind noch ein paar zufriedene Kunden von verschiedenen Ländern, von Niederlande, von der Schweiz, von Italien, die uns sozusagen eine Testimonie geschrieben haben. Und zuletzt, hier sind nochmal die Hauptpunkte von der Präsentation. Und wichtig für uns ist, dass unsere Kunden wissen, dass wir hoffen, dass wir nicht nur über Zahlen reden wollen. Wir wollen sehr gerne zusammen wachsen, arbeiten und auch sehr gerne zusammen Spaß haben. Vielen Dank für die kurze Präsentation.